Ordensritter Wendelin Wiedeking. Ein Dreifachkräftiges Oche! 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 So, lieber Wendelin. Was ein richtiger Ritter ist, der muss natürlich einen Orden haben, das ist völlig klar. Dreh dich mal ein bisschen rum, damit man deine breite Brust sieht. Das ist jetzt die sogenannte Abendversion. Es gibt eine Gummivariante, mit der darf man dann noch baden, denn das muss man jetzt immer anhalten. Dann gibt es natürlich die Mütze. Oh, es war ein starzer Kerl. Die muss jetzt immer bei den Vorstandssitzungen getragen werden. Und wer dann lacht, fliegt, ist klar. Und hier gibt es natürlich die Ordensregeln, die sind in Deutsch und Latein geschrieben. Das ist also wirklich ein kalligraphisches Meisterwerk. Beim nächsten Mal fragen wir die Regeln nur in Deutsch ab. Beim übernächsten Mal bitte auch in Latein fließend beherrschen. Ja, lieber Ritter Wendelin, es ist Zeit, und zwar Zeit für die Geschenke, denn auch uns ist nicht verborgen geblieben, dass Sie ein leidenschaftlicher Uhrensammler sind. Da hat sich Zentis nicht zweimal bitten lassen. Sie können sicher sein, das ist ein Unikat. Und so sieht ein frisch gebackener Ritter aus. Meint zumindest das Hause Lamberts, die Printen sind das Aachener Nationalgebäck. Herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite und ein dreimal kräftig Oche! Ritter Wendelin!